Guten Tag zu einer neuen Ausgabe NetCologne FC TV Star Talk. Unser Gast ist heute Pritsche, viel noch besser bekannt als Kasper Pschibilko. Ein junger Stürmer, 20 Jahre alt, mit der Rücknummer 24 und der Spieler, der gegen Aalen in der Nachspielzeit getroffen hat. Pritsche, hallo. Hallo. Vorab erstmal, wie kommst du zu dem Spitznamen? Wie ich zu dem Spitznamen komme, das war, ich glaube, die Wurzeln waren einmal in der Nationalmannschaft, weil dort spricht man eigentlich normalerweise immer mit dem Nachnamen den Spieler an. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Und dann ja, war ich in Bielefeld in der zweiten Mannschaft und dort war mein Vorname jetzt nicht so prickelnd und der Nachname war auch nicht gerade leicht auszusprechen und das sind die auf Pritsche gekommen. Okay, dann ist es bei Pritsche geblieben. Du bist gebürtiger Bielefelder, aber der Name verrät es. Deine Wurzeln liegen woanders. Wo kommt deine Familie genau her? Die kommen aus Polen, aus Breslau, da in der Nähe. Du bist seit Anfang 2012 beim 1. FC Köln, seit ungefähr anderthalb Jahren. Du hast gerade schon gesagt, du warst vorher in Bielefeld. Wie genau sind jetzt deine Stationen vorher gewesen? Also meine erste Station war bei TuS Jöllenbeck, liegt gleich um die Ecke in Bielefeld. Und eigentlich kann man sagen, wurde ich ausgebildet in Bielefeld. Dort gab es den ersten Talentetag und seitdem bin ich da gewesen. Und ich glaube, 12 Jahre waren es. Ich habe jede Station durchlebt und bin dann auch in die erste gekommen, bis ich ja schließlich dann hier hingekommen bin. Okay, und hier bist du dann auch relativ schnell zu den Profis gekommen, nämlich zu Beginn dieser Saison. Richtig. Wie war das für dich? Also es war ja wahrscheinlich dein Ziel auf lange Sicht bei den Profis zu sein. Ja klar, ist für jeden Spieler das Ziel, in die erste Mannschaft zu kommen, aber dass es so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte eine tolle Saison bei der zweiten Mannschaft, als ich hingekommen bin, habe direkt Tore geschossen und es lief einfach super. Und ja, das haben die dann, glaube ich, dann gesehen und so bin ich dann halt in die erste Mannschaft gekommen. Du kommst aus einer sehr sportlichen Familie. Deine Eltern machen Sport, deine Brüder. Erzähl mal. Ja, also meine Eltern waren sehr gute Athleten. Mein Vater hat eigentlich vieles gemacht, war gut im Tennis, aber vor allem im Fußball. Meine Mutter war Leichtathletin, eine gute Sprinterin. Deshalb ist es auch seltsam, dass mein älterer Bruder Hochsprung betreibt. Aha. Mein Zwillingsbruder ja, spielt genau wie ich und mein Dad früher Fußball. Ja, und so kann man sehen, dass wir eine sportliche Familie sind und wir machen das alle sehr gerne. Dein Bruder, der auch Fußball spielt, ist dein Zwillingsbruder. Da gibt es doch bestimmt auch ein paar schöne Geschichten, dass mal der eine für den anderen zum Spiel gegangen ist oder so. Nee, das haben wir nie gemacht. Auch in der Schule haben viele uns vorgeschlagen, tauscht mal die Rollen, geh für ihn mal in die Klausur, weil du bist besser in Mathe, ich bin besser in Englisch. Haben wir aber nie getan. Und im Fußball war es immer so, dass wir immer ein sehr gutes Duo waren. Wir haben uns immer blind verstanden, aber die Trainer wollten uns immer trennen. Und ja, jetzt ist es leider so passiert, dass wir jetzt nicht mehr zusammenspielen, aber ich denke mal, er macht genauso seinen Weg, wie ich es jetzt vielleicht machen werde. Konnte man euch denn immer auseinanderhalten? Also, oder gab es da zumindest gelegentlich mal Verwechslungen? Also gelegentlich nicht. Es gab schon sehr oft Verwechslungen, vor allem früher, als wir noch klein waren, weil da sah unser älterer Bruder genauso aus wie wir. Da konnte man sagen, wir sind Drillinge. Und da ist es passiert, dass ich mich super gefühlt habe, mein Bruder allerdings krank war, mein Zwillingsbruder. Und dann war ich plötzlich beim Arzt mit meinen Großeltern und meinen Eltern und der Arzt fragte sich, was ist denn mit ihm, der ist doch komplett gesund. Und dann sind die auf die Idee gekommen, ach ja, es ist der andere, haben die den Falschen mitgenommen. Also selbst die Eltern haben euch auch mal vertauscht. Richtig. Sehr schön. Du hast vor deiner Fußballkarriere auch Leichtathletik gemacht, wie dein großer Bruder und wie deine Mutter. Was ist da deine liebste oder beste Disziplin? Auch Hochsprung, das haben wir alle drei zusammen betrieben. Mein Zwillingsbruder und ich haben früher einfach gesagt, komm, wir machen noch Leichtathletik nebenbei. Wo wir noch etwas jünger waren und mehr Zeit hatten, wir wollten uns verbessern. Eigentlich im Sprint oder in der Ausdauer, aber dann kam es halt zum Hochsprung. Das hat uns dann vielleicht beim Kopfball gut geholfen. Und ich halte da immer noch Rekorde. M15, M14, glaube ich, stehe ich immer noch auf Platz 1. Mein Bruder ist gleich hinter mir und ja, es lief gut, aber letztendlich habe ich mich für Fußball entschieden. Und würdest du sagen, dass dir das jetzt heute auch noch hilft? Also du sagst ja auch von dir, dass du eine gute Kondition hast. Eine Kondition, ja. Ich habe da auch immer die 1000-Meter-Läufe gemacht und da war ich auch immer sehr stark. Ich denke mal, dass es schon eines meiner Stärken ist, die Kondition. Im Hochsprung würde ich jetzt sagen, müsste eigentlich im Kopfball ein bisschen helfen, aber laut Statistiken sieht man ja, dass ich halt nicht so viele Kopfbälle gewinne, weil ich meine Stärken eher auf dem Boden sehe, dass ich dann eher gerne mit dem Ball spiele und dribble, anstatt in die Luft zu gehen.
Über die fußballerischen Stärken sprechen wir auch gleich nochmal. Kommen wir nochmal kurz zur Familie. Alle machen Sport. Ist das so, dass ihr euch manchmal auch trefft und gemeinsam irgendwie Sport macht oder gemeinsam Sporturlaub fahrt oder so? Ja, also früher sind wir immer gern alle Ski gefahren zusammen. Heute, wenn wir uns dann alle zusammen treffen, gehen wir gern mit meinem Dad raus, spielen entweder Tennis oder Tischtennis machen wir sehr gerne. Ja, sonst sind wir auch relativ viel unterwegs und machen viel mit dem Sport. Wir gehen gerne schwimmen, wir machen viele Sportarten, aber auch dann nebenbei machen wir auch gerne, spielen wir gerne Billard oder gehen bowlen. Und wir sind eine sportliche Familie, aber nur Sport ist halt nicht nur drin, weil da muss man auch manchmal den Kopf freikriegen und was anderes machen. Was machst du sonst noch gerne? Ja, wie gerade eben erwähnt, Billard spiele ich sehr gerne mit meinen Brüdern, meinem Dad gerne. Wenn wir uns selten sehen, gehen wir gerne auch zusammen alle mit der Familie bowlen. Da ist meine Mama meistens immer dabei, spielt nicht mit, schaut gerne zu. Feuert an. Feuert an, genau, richtig. Aber da geht es einfach darum, dass wir dann zusammensitzen. Jetzt interessiert die Mädels natürlich. Wie sieht's aus? Hast du eine Freundin? Nee, ich bin Single. Es ist einfach zurzeit so, dass ich einfach keine Zeit dafür habe, weil wenn wir hier zum Beispiel Bundesliga haben und dann auch ein freies Wochenende ist, dann fahre ich mit der Nationalmannschaft weg und bin da unterwegs und da gibt es einfach nicht die Zeit dafür. Was für Musik hörst du gerne? Das ist eine gute Frage. Ich höre gern Hörst du unter. überhaupt gerne Musik? Ich höre sehr gerne Musik, vor allem auch gern vorm Schlafen gehen. Es ist unterschiedlich. Wenn ich im Auto bin und etwas ruhige Musik brauche, mache ich einfach das Radio an. Sonst höre ich einfach gern diese Chartmusik, die man so sagt. Da kann man auch in keine Richtung gehen. Und sonst, ja, Hip-Hop. Unterschiedliches. Du hast gerade eben gesagt, mit der Zeit ist es schon sehr eng immer wieder. Wie sieht es aus mit Ausbildung? Du bist 20 Jahre alt. Ja, ich habe noch Abi gemacht, als ich noch in Bielefeld war. Doch dann bin ich halt hier hingekommen im Winter. Und da fehlte mir halt dieses halbe Jahr, um mein Abi zu beenden. Und so habe ich halt nur mein Fachabi beendet und bin erstmal damit glücklich und versuche erstmal den fußballerischen Weg einzuschlagen. Und hast du da irgendwie Pläne, was du noch gerne machen würdest? Nur Pläne sind eigentlich eher im Fußballerischen da. Also ich plane eher wirklich nur mit dem Fußball erstmal mein Glück. Ich bin ein risikofreudiger Mensch und deshalb gehe ich erstmal diesen Weg und mein Fachabi habe ich ja im Rücken, das kann mir dann nachher noch helfen. Was isst du gerne? Was ich gerne esse, ist die polnische Küche. Ich bin sehr gerne zu Hause bei meinen Großeltern, die kochen sehr, sehr lecker und vor allem auch bei meinen Eltern. Meine Mama kann sehr gut kochen. Ich freue mich, wenn die mich hier besuchen. Ja, und sonst gibt es eigentlich jeden Tag auch nur Nudeln und Proteine. Da muss ich halt dranbleiben. Stichwort Besuchen. Dein großer Bruder ist, glaube ich, in Leverkusen oder trainiert da zumindest irgendwie. Ja, macht. Seht ihr euch da jetzt irgendwie dann auch relativ häufig? Weil so weit ist ja nicht von Köln bis Leverkusen, oder? Wir wohnen ja zusammen. Ach, ihr wohnt Mein zusammen. älterer Bruder und ich wohnen zusammen. Es war noch früher der Fall, dass mein Zwillingsbruder noch in Wuppertal gespielt hat. Da hatten wir noch eine Dreier-WG. Jetzt ist er leider wieder zurück nach Bielefeld. Und so wohne ich jetzt nur noch mit meinem älteren Bruder zusammen. Der pendelt immer nach Leverkusen. Ich pendel immer hier zum Gleisburg. Wir haben genau die goldene Mitte getroffen. Und ja, und dann freuen wir uns, wenn der Besuch mal aus Bielefeld kommt. Pritsche, Kaspar Pschibilko heute zu Gast bei uns im Netcologne FCTV Star Talk. Er hat alle FC-Fans glücklich gemacht, als er neulich getroffen hat gegen Aalen in der Nachspielzeit. Mehr zum Fußball gleich. Pritsche, du bist ja dieser Saison bei den Profis, hilfst aber auch immer wieder bei der U21 aus. Wie genau kriegst du das alles unter einen Hut und was hat da wann wie wo Priorität? Ja, Priorität hat natürlich die erste Mannschaft. Das ist ja mein eigenes Ziel. Ich will da weit raus mit der ersten Mannschaft. Wir wollen aufsteigen. Natürlich helfe ich auch gerne der zweiten aus, bekomme da auch natürlich Spielpraxis. Wie ich das unter den Hut bekomme, ist meistens immer so, dass wir einen Tag zuvor mit der ersten spielen. Wenn ich da meinen Einsatz nicht kriege, am nächsten Tag gehe ich einfach runter und spiele da halt die 90 Minuten. Das ist wichtig. Es ist manchmal anstrengend, aber ich freue mich, wenn ich da spielen darf und aushelfen kann. Wie sehen deine sportlichen Ziele aus? Also generell und beim 1. FC Köln? Ich habe nicht immer so Pläne, dass ich jetzt sage, ich denke jetzt weit voraus mit meinen Zielen, sondern ich habe immer kleine Etappenziele. Jetzt ist es erstmal hier Fuß zu fassen,
endlich mal vielleicht von Anfang an zu spielen, den Aufstieg natürlich, den jeder aus unserer Mannschaft hat, und dann würde ich auch gerne Richtung, ja, Champions League gehen und da auch mal gerne mal spielen. So, in dieser Saison bleiben jetzt noch 4 Spiele. Wie persönlich schätzt du da die Chancen ein in Sachen Relegation und gegebenenfalls Aufstieg? Die Chancen sehen gut aus. Wir sind in Form. Wir müssen ja einfach nur weiter dran bleiben, hart trainieren, kämpfen. Die Spiele sind jetzt entscheidend, vor allem das Spiel jetzt zu Hause gegen 1860. Und dann können wir auch wieder darauf hoffen, dass Lautern am Montag in Cottbus batzt. Genau, Sonntag Heimspiel gegen 1860 München, vorletztes Heimspiel in dieser Saison. Köln ist heimstark, 1860 gilt als auswärtsstark. Wie genau schätzt du das Spiel ein? Was erwartest du? Ja, es wird ein schwieriges Spiel. Ich denke mal, beide werden offensiv ausgerichtet sein. Das hoffe ich jedenfalls. Dann wird es spannend. Vor allem zu Hause. Wir haben super Fans, die uns unterstützen. Das gibt uns Kraft und ich sehe da gute Karten für uns. So, du bist auch Nationalspieler, hast du eben schon erwähnt, in Polen. Du hast ja alle Jugendmannschaften durchlaufen, U15 bis U21. Der Nationaltrainer der U20 hat mal über dich gesagt, der Ball sucht ihn. Was genau hat er damit gemeint? Es waren halt die Momente, wo ich einfach goldrichtig stand, wo der Trainer gesagt hat, nicht ich suche den Ball, sondern der Ball sucht mich. Und da war es nicht schwierig, immer die Tore zu schießen. Ich war goldrichtig, musste nur den Fuß hinhalten und die Tore sind gefallen. Ja, und ich glaube, so kam es zu dieser Aussage. Wo siehst du deine fußballerischen Stärken? Meine Stärken sehe ich trotz meiner Größe schon im Fußballerischen, im Technischen, dass ich auch gerne mit dem Ball dribbeln kann, gute, präzise Pässe habe. Meine Schwächen sind eher im Kopfball, weil ich da jetzt nicht alle Kopfbälle gewinne, aber sehr wenig, und da muss ich dran arbeiten, genauso wie an meinen Stärken. Und die Stärken sind wirklich bei mir im Fußballerischen. Also ich sehe mich da weit vorne und in der Kondition, ja. Hast du Vorbilder? Vorbilder habe ich nie. Ich habe immer so Spieler, wo ich mir gerne was abgucke. Zurzeit ist es wirklich Lewandowski, der ist ja in Topform, hat jetzt gegen Madrid 4 Tore geschossen. Vor allem das dritte Tor hat mir sehr gut gefallen, dass er in so einer Situation Ruhe bewahren kann und ja, so ein Tor schießt. Da schaue ich immer gerne drauf. Und ja, auch noch ein Landsmann von dir. Richtig. Vielleicht spielen wir ja mal zusammen, wäre was Schönes. Kannst du von den erfahrenen Stürmern im Team, zum Beispiel von Meierhofer, lernen? Ja, klar. Man kann von vielen lernen. Es hängt jetzt einfach nicht davon ab, wie erfahren oder wie alt er ist, sondern einfach, dass man sich halt seine Stärken anschaut, meine Schwächen ja, anschaut und dann halt vergleicht, und daraus kann man halt viel schöpfen und Vorteile gewinnen. Du hast vor ungefähr einem Jahr schon mal ein FC-Interview gegeben. Da hast du kurz zuvor zum ersten Mal den Trainer Holger Stanislaski getroffen. Der hat eine Ansprache gehalten in der Kabine und hat sowas gesagt wie, man muss auch mal den inneren Schweinehund überwinden und man muss immer mit Spaß bei der Arbeit sein. Ist das so ein Motto, was für dich jetzt auch immer noch so gilt? Also mein Motto gilt auf jeden Fall, man muss Spaß an dem haben, was man hat. Und Fußball macht mir Riesenspaß, und wenn man den Spaß nicht mitbringt, dann braucht man gleich auch gar nicht auf dem Platz zu stehen. Dass man den Schweinehund mal überwinden muss, das ist schon richtig. Es gibt manchmal Tage, es ist schwierig, und ja, da muss man auf die Zähne zusammenbeißen und rangehen. In dem gleichen Interview hast du auch gesagt, dass du manchmal zu viel läufst. Hat sich da irgendwie was geändert? Also teilst du da jetzt deine Kräfte irgendwie anders ein, oder? Ich bin ein sehr lauffreudiger Mensch. Ich laufe sehr gerne. Ich habe, wie eben noch schon erwähnt, gesagt, dass meine Stärken auch in der Kondition liegen. Das war schon immer der Fall und das nutze ich auch gerne aus. Versuche meine Mitspieler auch als Stürmer auch noch in der eigenen Hälfte zu unterstützen. Und da hat mir der Trainer gesagt, manchmal ist es zu viel, denn ich brauche auch Reserven für einen guten Antritt, für die entscheidenden Momente. Und da plane ich schon etwas. Und damit kommen wir zu euren Fragen. Wie immer konntet ihr vor der Sendung Fragen stellen über Facebook, über Twitter. Antworten von Pritsche gibt's gleich. Kaspar Pschwilko, der Spieler mit der Nummer 24, auch genannt Pritsche. Die Fans haben Fragen an dich gestellt vor der Sendung über Facebook, über Twitter. Ich habe ja eine kleine Auswahl mitgebracht. So möchte Basti gerne wissen, was bedeutet es für dich, für den FC zu spielen? Und welcher ist dein Traum vor einem Ausland?
Fangen wir mal mit dem Traumverein im Ausland an. Ich würde gerne in England mal gerne spielen und da habe ich jetzt auch nicht einen Favoriten, sondern mehrere. Chelsea, Manchester United, City sind so meine Favoriten. Ich mag den englischen Fußball und da würde ich gerne spielen. Wie es hierzu ist, es macht einfach Riesenspaß hier zu spielen. Vor allem, ja, wenn man auf dem Spielfeld steht und die Fans einen da zujubeln, das ist unbeschreiblich und das bedeutet mir schon viel, weil ich ja gerne Fußball spiele und dann, wenn da Leute sind, die mich dann so unterstützen, das macht Riesenspaß. Thomas R. aus K. fragt, dem Vernehmen nach warst du auch bei anderen Vereinen sehr begehrt. Was hat dich dann vom FC überzeugt? Vom FC hat mich anfangs erstmal überzeugt, dass Volker Finke mich persönlich angesprochen hat, sehr an mir dran war. Das hat mich sehr gefreut, dass es dann auch, dass es etwas bedeutet, wenn jemand so auf mich zukommt. Und auch vor allem ja, der Jugendfußball da. Man hat immer gehört, dass Köln die Jugendspieler immer fördert und dass der Jugendfußball da sehr gut ist. Und da ich ja erstmal zur zweiten gewechselt bin, hat mich das auch motiviert, dahin zu kommen. Nicole Schäfer möchte wissen, wie lange willst du beim FC bleiben und fühlst du dich wohl? Wobei letzteres hast du ja schon quasi beantwortet. Ja, ich fühle mich pudelwohl. Ja, die Stadt gefällt mir sehr, die Menschen sind super. Die Atmosphäre hier im Stadion, außerhalb des Stadions, ist überragend, gefällt mir richtig. Wie lange ich hier bleibe, ja, hängt davon ab, wie es im Fußball läuft. Fabi Fly twittert, Pritsche, wäre ein Verbleib in Liga 2 für euch Spieler eine Riesenenttäuschung oder wäre ein Aufstieg eine Riesenüberraschung? Ja, also durch den Umbruch wurde uns gesagt, dass wir jetzt nicht unbedingt aufsteigen müssen. Dass wir dann aufsteigen, wäre jetzt vielleicht nicht überraschend, aber wir würden uns sehr darüber freuen, natürlich in die erste Liga zu kommen, da zu spielen. Eine Enttäuschung wäre das jetzt nicht, wenn wir in der zweiten bleiben müssten. Wir haben hier eine gute Saison schon gespielt. Es sind noch 4 Spieltage bis zum wichtigen Moment. Und ja, überraschend würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben hart dafür gearbeitet und wir würden uns sehr freuen, wenn wir aufsteigen könnten. Weiter schreibt Fabi Fly, ich schleppe am Sonntag meinen Schwager zum ersten Mal mit ins Stadion. Glaubst du, er bekommt zu seiner Premiere einen Sieg zu sehen? Also die Spiele, die jetzt kommen, sind sehr wichtig und ich denke mal schon, dass wir da gute Karten haben und dass wir gewinnen werden, was ich natürlich hoffe. Und ja, es wäre schön, wenn er dann zum ersten Mal im Stadion ist und 3 Punkte sieht, dass wir die hier behalten haben. Ja, das fänden wir auch alle schön. Jason Chander schreibt, was war das für ein Gefühl, als du getroffen hast? Also er spricht dieses Tor an gegen Aalen in der Nachspielzeit, der Siegtreffer. Das Gefühl war wirklich unbeschreiblich. Als ich das Tor gemacht habe, ich wusste wirklich nicht, wo ich hinlaufen sollte, wie mein Jubel sein sollte. Ich habe mich einfach riesig gefreut. Das waren pure Emotionen und da bin ich losgesprintet. Ich bin froh, dass Dani Hoyer mir entgegengelaufen ist und dass wir dann in die Arme gefallen sind, weil ich weiß nicht, wohin ich sonst noch gelaufen wäre. Würdest du sagen, was war dein wichtigstes Tor bisher in deiner Karriere? Ich denke schon, weil es geht ja um den Aufstieg und dann vor allem ja, bei so einem Spiel so ein wichtiges Tor zu treffen, ist schon toll und auch sehr wichtig. Jetzt sind wir noch dabei. Jetzt zählt es einfach, jetzt am Sonntag nachzulegen gegen 1860. Lalalala, hat er zu die Frage getwittert, wer hat sich am meisten mit dir gefreut, als du das Tor geschossen hast? Gute Frage. Ich habe nach diesem Spiel viele SMS bekommen, viele Nachrichten. Es haben sich viele gefreut. Mein Bruder vor allem hat sich aber sehr, sehr doll gefreut. Also der musste oder der hat 3 Tage nach dem Spiel sich immer noch die Szene angeschaut und kann es bis heute immer noch nicht fassen. Also ich denke mal, dass mein Bruder, der im Stadion war, dass der sich, glaube ich, wirklich sehr riesig für mich gefreut hat, aber alle anderen auch, denke ich mal. Kommt der auch immer, dein Bruder? Also hier bei den Heimspielen ist er immer dabei? Beim Heimspiel ist er immer dabei. Ja, der Ach, sitzt dann immer oben und schaut zu und drückt mir die Daumen. Familienzusammenhalt. Marke würde interessieren, passt dann auch zu dem Thema. Kann man mit 20 Jahren, wenn es gerade so richtig abgeht, überhaupt danach schlafen, nach so einem Spiel wie gegen Aalen, nach so einem Tor, oder? Ja, viele sagen, wenn ein junger Spieler dann ja, da oben mitmischt, dass er dann unter Druck steht und dass er dann auch vor allem jetzt nach so einem Tor nicht schlafen kann, direkt loszieht und wilde Sachen anstellt. Aber ich denke mal, wenn man da professionell ist und
Spaß am Fußball hat, dann geht das auch klar. Also du konntest schlafen. Ich konnte schlafen, auch wenn es ein bisschen spät wurde, aber gut geschlafen habe ich auf jeden Fall nach so einem Tor. Sehr gut. Jonas Scheurer fragt, wie schätzt du deine Chancen im Falle eines Aufstiegs ein, im Erstligakader zu stehen? Die Chancen sind genauso wie jetzt in der zweiten Liga. Man muss im Training Gas geben, sich beweisen, sich dem Trainer präsentieren und da muss man halt um den Stammplatz kämpfen. Daniel Januszko möchte wissen, wie gefällt dir unsere Stadt? Die Stadt gefällt mir super, auch wenn jetzt in letzter Zeit viele Baustellen da sind. Aber ja, der Kölner Dom, das fasziniert mich immer wieder, wenn ich da vorbeikomme, muss ich mir den minutenlang ansehen. Es ist super, wirklich viele Leute sind da und die Stadt, ja, vor allem am Rhein bin ich gerne, sieht schön aus, gefällt mir sehr. Patrick fragt, du kommst aus Bielefeld und spielst jetzt für die Profis beim FC. Wie gefällt dir der Sprung zwischen den beiden Mannschaften? Ja, es war jetzt nicht ein gewaltiger Sprung. Ich habe ja erstmal da auch bei der zweiten gespielt, habe da auch noch einige Spiele bei der ersten absolviert, bin dann hier zur zweiten Mannschaft wiedergekommen und habe hier den Sprung wieder in die erste geschafft. Es ging relativ schnell, das freut mich sehr, aber es hat mich gefreut, dass ich jetzt hier bin. Bastian Gotthard hat die Frage gepostet, wer ist dein bester Kumpel beim FC? Ich verstehe mich mit jedem aus der Mannschaft sehr gut. Aber ich denke mal, dass es am Anfang so war, dass ich mit Jonas Hector auch hochgekommen bin und mit dem verstehe ich mich zurzeit sehr gut, mit Timo Horn. Und ich habe viele Mitspieler, mit denen ich mich sehr gut verstehe, aber das sind so die zwei, mit denen ich zurzeit viel mache. Also ihr macht dann auch außerhalb der Trainingszeiten mal gemeinsam etwas? Ja, ab und zu auch. Mhm. Ja. Sabrina Hochgürtel fragt, wo siehst du dich in 5 Jahren? Wo ich mich in 5 Jahren sehe. So weit denke ich wirklich nie voraus, wo ich in 5 Jahren stehe. Ich hoffe mal ganz oben, ganz weit vorne, irgendwo in der ersten Bundesliga, dass ich da auch mal eine Champions League spielen kann. Vielleicht ja mit Köln, wäre auch schön. Nach so einem Aufstieg vielleicht schon nach 2, 3 Jahren auch international dabei zu sein. Aber so in 5 Jahren ist es mal Zeit oder wäre es schön, auch mal ganz oben mitzuspielen. Julian Leischke möchte wissen, ob du deinen Vertrag beim FC gerne verlängern möchtest. Ich habe noch 2 Jahre Vertrag, das heißt, da muss ich mir noch keine Gedanken drüber machen. Ich mache mir erstmal Gedanken drüber, über das nächste Spiel, was jetzt kommt und über die nächsten Spiele, wie es aussieht und dann sehen wir weiter. 2 Fragen habe ich noch. Dominik Runnebaum fragt, was hat dein Zwillingsbruder vor? Der soll ja auch richtig gut sein. Das wäre doch was, Zwillinge in einer Mannschaft. Ja, ich habe es ja schon erwähnt. Wir haben uns immer blind verstanden, waren ein super Duo. Es wäre schön, wenn er hier hinkommen würde und wir hier zusammen Köln rocken könnten. Aber ich denke mal, er macht seinen Weg. Der ist ein super Spieler. Du hast ja auch schon erwähnt, dass man auch immer wieder versucht hat, euch so ein bisschen auseinanderzukriegen, dann zumindest auf dem Feld, ne? Ja, man wollte uns immer trennen, weil der Trainer gesagt hat, wir spielen nur zusammen. Das war nicht der Fall. Es lief einfach immer gut, dass wir dann, wenn wir zusammen gespielt haben, haben wir uns blind verstanden. Dann lief wirklich wie im Fließband. Ich habe dem die Bälle vorbereitet, er hat die Tore gemacht. Ja, und in den Augen des Trainers war das immer ein bisschen zu viel. Die dachten halt nur, dass wir zusammen gegen unseren Gegner spielen. Aber das war nicht der Fall, richtig. Chikaritu Rosario do Neuma postet, kommst du besser mit den Spielen von der U21 oder mit den Profis klar? Ich komme mit beiden Mannschaften sehr gut klar. Wenn ich da unten aushelfen muss, spiele ich da gerne, verstehe mich da mit den Jungs super, genau wie hier in der ersten Mannschaft. Natürlich ist es ein großer Unterschied, wenn man bei der zweiten spielt oder bei der ersten. Das Tempo ist ja viel höher, viel aggressiver, aber man muss sich anpassen und das geht schon. Teamkollegen ist auch das Sprichwort. Du musst wieder zum Training. Du bist jetzt zwischen 2 Einheiten hierher gekommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schöne Grüße ans Team. Viel Erfolg. Gerne. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.